haben irgendwo in der Mitte eine Liste liegen, wo wir jetzt drauf gucken, was könnten wir denn jetzt eigentlich spielen? Und irgendwann sehe ich das noch kommen, dass wir beide, während wir da drauf gucken, irgendwann mit so einem Hörnchen von der Bühne rennen. Im nächsten Stück kann man eigentlich nur sagen, ist eigentlich von einem Herren geschrieben worden, der sehr erfolgreich war. Der Erfinder des Chester-Käses, Mr. Chester Burnett. Glaubt ihr mir nicht, ne? Habt ihr recht. Nein, eigentlich war es ein Blues-Mensch aus Chicago, der dadurch aufgefallen ist, dass er nicht nur fast 2 Meter groß war, sondern Gitarre gespielt hat, Harmonika gespielt hat und ganz, ganz viele Sachen geschrieben hat. Unter anderem halt auch so die zwischenmenschliche Beziehung etwas näher betrachtet hat. In diesem Fall geht es um eine bestimmte Tür im Haus. I am your backdoor man. Da gehe ich rein und wenn dann von vorne einer kommt, von der Arbeit nach Hause, dann bin ich genau da wieder weg. The backdoor man. Das heißt dann weiter in dem Song, the man don't know, but the little girls understand. Er hat das jetzt also für die Männer erklärt. Murder in a first degree. Judge wife, holler.